Abend. Hey, Servus, hört sie mich? Ja, wir hören dich schon und gleich sehen wir dich auch. Warte. Ich pack dich mal rüber. Boah, Killerbild, Killer-Sound. So muss das sein, ey. Patsch, da bist du. So. Ja, Mann, geil. Ich höre euch nur, aber mein Gott, oder dich? Ja. Nee, ist auch so, weil ich habe auch die Kamera halt für den Stream, aber alle hören und sehen dich. Okay, Und wenn du yo. nebenbei, keine Ahnung, vielleicht kannst du ja, willst du ja nebenbei auf dem Handy irgendwie den Stream laufen lassen, dann siehst du auch ein bisschen was. Oder wenn wir später ein Ja. Battle zusammen gucken, geht eh ein neues Fenster auf. Alles klar, ja, ich habe Ja. eh nur so Crack-Handy gerade so. Deswegen weiß ich nicht, Alter, es passt sich schon. Also wenn das Fenster aufgeht zum Battles gucken, dann ist okay. Ja, okay. Also erstmal auf jeden Fall auch für dich einen dreifachen RV zur Begrüßung. Schön, dass du da bist. Hast du schon mal was hiervon gesehen? Ja, immer nur so kurz, so. Es ist ja irgendwie nicht der erste Versuch. So, ich habe es die letzten Stimmt. beiden Mal ein bisschen verschlafen. Ja. Ja, aber es ist so ganz lustig. Also, ich kenne auf jeden Fall halt, Tierstar ist ja häufiger Gast, so, Ja, weißt du. das stimmt. Gern gesehen. Und damals so die Diskussionen dann wegen Battles und Cassius Clay, wo er dann von Karma und von Anna. War das bei dir, Nee, oder? das war bei Kid Soldier. Ah, Da haben die okay, Cassius Clay so. voll, haben die Cassius Clay voll in die Mangel genommen. Ja, okay, geil, Alter. Ja, Mann. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal drauf schauen. Hier, fragt direkt übelste Props hier. Davy, Brudi, der Pulli ist Hammer von Davy. Der hat den voll oft an, aber der sieht anders krass aus. Wo gibt's den Ja, Pulli? Boah, den hatte ich, glaube ich, damals. Ich weiß gar nicht mehr, aber, wo ich den geholt habe. Hast du den in Stuttgart neu angehabt? Kann das sein? Boah, nein, ich hatte ihn beim Sisyphos Battle das erste Mal an und da bin ich so gestorben in dem, Ja. dass mir auch beim Sisyphos Battle die Cardio gefehlt hat. Und das war mit ein Grund, Scheiße. warum, ohne Scheiß, das war mit ein Grund, warum ich abgekackt bin. Nicht mal wegen dürftiger Vorbereitung, sondern einfach, Ja. weil ich die Luft gefehlt hat. Mir war einfach viel zu warm. Ist das so ein Und dann, Synthetik-Ding oder was? So, wo man der nicht atmet? boah, es ist halt einfach warm und so, das ist wirklich ein Pulli, den man anzieht, so, um halt, keine Ahnung, um cool auszusehen, so, weißt Ja. du? Aber für den Winter ist er zu kalt, für den Sommer ist er zu heiß. Aber egal. Der ist auf jeden Fall, der bleibt auf jeden Fall immer übelst im Gedächtnis. Deswegen die Leute, ich habe auch so einen Pulli, da fragen die Leute auch immer wieder nach. Aber das ist bei dir dann Ja, wahrscheinlich. das ist er hier. Jalil hat den sogar gebeitet, Alter. Lau, hat den nach dir angezogen? Ja, Mann, es ist das erste Mal, dass ich einen Pulli vor dem anderen Rapper anhab oder so. Der hat einen Pulli gebeitet, ist auch geil. Ja, klar, Alter. Meinst du, der hat ihn bei dir gesehen? Ja, warum nicht? So, ich bin ein positiver Mensch. Ich gehe mal stark davon aus, der feiert auch meine Belts, hat sich gedacht, boah, Davy, Mann, den Pulli, Alter, den muss ich auch haben. So. Ja, nice, Keine Mann. Ahnung. Ey, du bist ja jetzt in Berlin gerade, ne? Ja, also ich wohne in Berlin, ich bin jetzt aber gerade in Köln Ah, jetzt. bei Okay. Familie. Ja, Mann. Ah, Familie ist in Köln, oder was? Ja, Freundin und so. Ach so, das ist die ich auch in Berlin kennengelernt habe jetzt, ne? Ja, normal, Okay, normal, nice. normal. Und war das, ohne Spaß, habe ich den Leuten noch gar nicht erzählt. Habe ich das erzählt, dass ich einfach den Davy, ich habe dich einmal bei uns beim Edeka gesehen, am Neulendorfplatz. Und Ja, schon. letztes Mal bist mir einfach, war ich da mit Frau? Ich glaube, ich war mit Frau unterwegs. Und da bist du uns auch einfach entgegengekommen, halt. Einfach bei uns vor der Haustür am Neulendorfplatz. Läuft einfach Davy Jones lang. Was machst du da Ja. nochmal? Ja, ich habe da so ein bisschen was zu tun. So. Ich arbeite in der Nähe und ich bin ab und zu bei euch dort Links, unterwegs. links, rechts. Ja, ein, zweimal die Woche oder so bin ich dort. Okay. Ja gut, dann frage ich auch nicht, was du da genau machst. Aber weißt du, dass das der absolute Schwulen-Hotspot in Deutschland ist? Ja, auf jeden Fall, aber. Juckt nicht. Naja, ich bin ja jetzt gerade in Köln, so, weißt du, da nimmt sich nicht viel. Von einem Ding zum anderen. Von einem Ding zum anderen. Pro Homo. So. Ihr fragt noch jemand, was macht Davy beruflich? Was der wie beruflich macht. Ich bin Rapper. Davy ist Rapper, Alex. Hast du gehört? Killer.
Hier, einmal ganz kurz. Jordi, Nabend, hier, das ist mein Right-Hand Man, mit dem ich dieses Twitch-Game zusammen mache. Ist, hat sich gerade auch hier eingeklinkt. Sehr schön. Lass mich einmal hier kurz checken. Können wir was vom Rob Skewer Battle raussuchen oder gegen Brian? Ja, die Leute haben auch schon bei Insta mich voll bedroht nach dem Motto, ey, du musst mit dem auf jeden Fall das gucken, weil du hast ja so viele Battles, wo immer irgend, weil du ja so immer on fire bist, hast du ja immer in irgendwelchen Battles passiert ja immer irgendwas Krasses. Ne? Ja, Es gibt ja von dir schon. eigentlich fast kein Battle, wo einfach so drei Runden hier, drei Runden da, der hat gewonnen und das war's. Sondern es ist immer irgendwas. Ja, mir wird sogar tatsächlich eins einfallen, das war gegen Dr. Dave. Deins gegen Dr. Das war, Dave? ja, das war auf diesem Adidas-Event da, wo, Da war ich da. ja, genau, da durfte ich am Anfang nicht auftreten, weil ich die neuen Air Max anhatte von Nike und es Oh waren Adidas. nein, wie schlecht ist das? Krass, Selber schuld. Alter. Die haben hier, guck mal, die haben mich vollgebabbelt und haben so gemeint, ja, dies, das und so, wir geben dir Schuhe und Trainingsoutfits und Ja. alles Mögliche. Und haben die dann nicht so, weißt du? Es hieß ja, dass jeder MC ein paar Schuhe kriegt, so. Ja. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, scheiß drauf, dann ziehe ich halt die neuen Air Max an, so. Alter, Fickt was für ein richtiger Rebellen-Move, Alter. Aber euch das halt. Ey, der ist voll ausgerastet, so. Veranstalter, oder Was was? auch immer, der Supervisor oder der da halt da war, der hat das Projekt geleitet hat und so, ist voll Ja. Kaffer geworden und so. Und dann haben die mir so Fußballschuhe gegeben, damit ich ja mit Nike-Schuhen und Was Adidas wieder ist das, drauf. Alter? Da habe ich gar nichts von mitbekommen. Das aber rot angehabt, ne? In Rot warst du komplett gekleidet, ne? Kann das sein? Ja, genau. Das ist rot ist, ich bin Bayern-Fan, so ich habe viele Ja. rote Sachen auf jeden Ja. Fall. Da war diese eine Überleihe mit Baba, ich schwör nie wieder! Und alle rasten aus. Das war krass. Ja, Mann. Das war für Es war die. gefühlt aber auch die einzige Line, die irgendwie. Ja, aber Es das war. Publikum war krass. Ja, das war schwer. Es war halt für mich so ein bisschen leichter, halt, weil ich im Prinzip halt eher so einen Draht dazu hatte. Da waren ja viele so junge Fußball-Dudes so quasi, Voll, ne? Und voll. Dr. Dave mit seinem. Ja, eher so gemächlichen, ironischen Style, so, das Ja. haben die halt einfach nicht verstanden, Mann, weißt Ja. du? Die haben sich da nur gedacht, Alter, was labert der da, Mann, so, Stimmt, Alter. weißt du, Und dann voll ohne so Energie und alles. Silben. Hast du gegen Dr. Dave war das, genau. Weil besser war an dem Tag ja auch da. Und der hat irgendwie so 69 Silben aufeinander gereimt und die ganzen Kennex so, was? Ja, so, hä? Ja, und? Ja, was hat Unterschied ist? Was ein Unterschied ist bei dem, was so, und ich würde mich sogar auch dazu zählen, was wir als halt als Rap bezeichnen, so. Da Ja. haben wir uns halt so gedacht, ja, schön, dass du 79 Silben gereimt hast und schön, dass du so Reimketten, aber was hast du mir jetzt erzählt? Was hast du mir jetzt erzählt, Ja. dass du ein krasser Rapper bist oder dass du 69 Silben reimen kannst? Ja. Wir fühlen das Null. Null, null, ich Ja. kann es auch verstehen, so, weißt Ja. Hier Adrian hat 5 € gespendet. Grüße an Davy aus der Hood Neubiberg. Neubiberg, jawohl, Wo Leute. ist das Schönen denn? Gruß. Ist das Nähe Hast du da? Oberschleißheim? Nein, das ist, boah, weiß ich jetzt nicht genau. Das ist, glaube ich, München Umland. Ja, Mann. Neubiberg. Ey, ich würde sagen, wir geben den Leuten mal ein paar Battles zur Auswahl. Dann würde ich mal eine Abstimmung machen. Ist echt krass, wie viele, Alter. Da reichen unsere 5 Optionen, glaube ich, gar nicht. Hier haben Leute auch reingeschrieben. Pilz war crazy, Cassius Clay gibt's was zu diskutieren. Rob Skewer ist mein absolutes Lieblingsbattle von dir. Zusammen mit dem Virus-Ding. Er ist echt krank, Alter. Hier hat noch jemand gefragt, hast du den neuen Track von Lyri gehört? Ja, auf jeden. Ist nice, ne? Nice, ne? Ja, auf jeden. War nice, auch das Video, ganz cool so. Ich denke mal, auf das Album kann man gespannt sein. Ich bin ja da auch drauf mit Ja. Tiesta. Ey, einfach jeder Battle Rapper ist da drauf, ne? Du nicht? Weißt du, warum ich nicht gefragt wurde? Kannst du dir das denken? Kannst du dir was. Wieso? Gibt es mehrere Gründe. Ich, Ja. erstens. Hundekopf, Alter. Nein. Scheiße. Ey, guck mal hier, Alter, Barney. Das ist ein Samurai! Ah. Nee, kein Plan, Alter.
Der hat ja, weiß nicht so, der hat ja so ein paar Features, wo ich mir so gedacht habe, Ja, mal gucken, so, ich weißt bin auch so gespannt. Es kann die möglich, also die Wahrscheinlichkeit, dass aus diesem Album sehr, sehr viele Battle-Rap-Punchlines demnächst entstehen, ist auf jeden Fall groß. Okay, wie Also, meinst du? ja, ich meine, da sind viele Battle-Rapper drauf, viele Parts und ich denke auch nicht jeder wird da jetzt abreißen, ne? Jetzt weiß ich meine. So. Ja, Mann. Boah, ich will ungern aus dem Nähkästchen labern, so, weißt du. Aber da Da gab es machst auf du jeden einfach, da Fall. machst du einfach trotzdem. Nein, 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 ohne Scheiß, weil ich. Gut, es wurde mir jetzt nicht wirklich im Vertrauen erzählt, aber ich möchte halt nicht weiter palabern. Aber ich weiß auf jeden Fall, der eine oder andere Rapper. Bei Ja. dem wurde an seinem Part richtig viel rumgemacht und rumgeschnipselt, damit Scheiße. es am Ende tight klingt. So. Meine Fresse, Dass es halt irgendwie die fertige Spur nicht mehr nach dem klingt, was der Rapper eigentlich eingerappt hat. okay, So. Aber krass. ich nenne einen Namen. Also die Info hast du auf jeden Fall von Lyri selber. Ja. Und Ich sage aber nicht wer. nee, brauchst jetzt auch, wäre auch unfair, Jarambo gegenüber. Treffer, Junge! Geile Alles Nummer, gut, Digga. alles gut. War nur ein Wild Guess, Alter. Wild Guess. Ah, So. ja, was will man sagen? Ja, nice. Aber nee, das war halt cool. Der war auch vor 2 Wochen. Der war vor 2 Wochen, war der in Berlin. Da haben wir ein Video gedreht zu unserem Track und so. Und ja, ich bin echt gespannt. Ich kann mich noch erinnern, als der noch so ziemlich am Anfang war, Der so und Lyri? ja, vom Tape halt, oder beziehungsweise das Tape war schon fertig und er hat halt gerade irgendwie so seine Promo geplant und so. Der hat jetzt echt gut durchgezogen, ging alles ziemlich schnell, die Videos wurden dann auch schnell gedreht, so, der ist so einen guten Drive, also Respekt auf jeden Fall. Ja. Ey, ganz kurz, ich muss mal hier kurz mich bedanken, Alter. TK1 hat einfach abonniert auf Tier 3. Laber doch nicht, Alter. Du kranker Hund, ey. Ey, wenn du Bock hast, kommst du morgen mal auf jeden Fall in Discord. Weil das muss auf jeden Fall belohnt werden. Das ist wirklich krass, Alter. Erstmal die doppelte Demut auf jeden Fall für dich in den Chat. TK137. Geiler Move auf jeden Fall. Da würde ich gerne mal ein Wörtchen mit dir reden. Sehr schön. So. Jetzt so kleine geile Dinger. Davies Leistung. Also habt ihr zu eurem Ding auch ein Video gemacht? Zu eurer Kollabo? Ja, auf jeden. Okay, nice. Bloß, es war irgendwie ein bisschen verplant. Ich war Ja, und sechs hat einer eine Kamera. Schade eigentlich. Ey, Leute, du. was geht Ja. hier? Muss einmal muten. Ja, ich mach schon, ich mach schon. Ich wollte nur schauen, ob ich das irgendwie hinkriege, jetzt dein Stream nebenbei irgendwie leise laufen zu lassen. Nee, aber es kommt auf jeden Fall ein Video raus. Es wird cool, es ist ein geiler Track so. Ich glaube, wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Auftragskiller oder so. Okay. Was für ein Beat? Was für ein Beat? Was boah, so ein normaler Boom-Bap-Beat, so ein bisschen leicht Ja, rockig. heutzutage ist ja Boom-Bap nicht mal mehr normal, leider. Ja, schon. Aber ganz ehrlich, das ging ja nie weg. Das ist ja diese klassische. Ja. Boah, auf jeden Fall muss ich das wegmachen, weil das verplant mich hart, mich zeitversetzt zu sehen, so. Ja, ist gut für den Chat. Du kannst den Chat halt mitlesen, aber ich kenne das selber. Ja, macht keinen Spaß. Und ja, ich finde halt, Boom-Bap ist halt so ein klassisches Ding. Das geht nie weg und Ja. kommt auch immer wieder. Es gibt immer wieder so Phasen, ne? Und mir ist aufgefallen, dass die meisten Rapper, die mit Boom-Bap kommen, den Fehler dann machen, auf Boom Bap dann nach 2 Alben zu scheißen und dann fangen die an, Trap zu machen. So quasi jetzt, ey, ich bin aus dem Underground nach oben gekommen Ja. und jetzt mache ich Trap und erfolgreiche Musik, so quasi. Ja. Aber Boom Bap lassen sie dann. Das ist oft der Fehler. Haze zum Beispiel, der ist sich selber treu geblieben und ist auch ganz cool gekommen, so. Haze? Haze, Boah, Haze. kenne ich überhaupt nicht, Alter.
Was, Digga? Muss man den kennen, oder was? Ja, natürlich, Mann. Also Haze? Absoluter Haze, einfach nur Haze. H-A-Z-E. Okay. Welchen, mach mal einen Representer-Track von dem. Welchen soll ich nehmen? Oh, boah. Haze in die Luft. Haze in der Luft. Haze in der Luft. Ich lass den mal kurz hier laufen. Kann auch sein, dass das, ich weiß nicht, ob du es hörst oder nicht. Aber wir hören da kurz mal rein. Gelb, schwarz, weiß, braun, alle Hautfarben kennen sich aus Brale, abseits der Hauptstraße. Doch ziemlich schnell und ziemlich einfach kannst ausatmen, wenn die Chabos nachts in deiner Auffahrt vom Haus warten. Hast du Angst um... Wo kommt der her? Karlsruhe. Ich meine aber so Landsmann-mäßig. Ich glaube Kroatien. Ja, ne, Jugo. Vor allem kannst du es ausfaden, Ölaugen funkeln, Kanaks in Rauchschwaden. Scheiß drauf, ich nehm Rapper nicht mal ernst, gib das her, vom leeren Teller immer schneller, immer mehr. Ich hielte mich an deiner Stelle von mir fern. Okay, das ist von 2013, aber der macht jetzt immer noch auch Boom Bap Pipapo. Also Rap, ja. Rap. Ich weiß halt, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich glaube. Sein Label heißt Alte Schule, sprich der, er und sein Umfeld bauen sich ja meistens so darauf auf. Ja. Und, warte, ich schau mal, wie sein letztes Album hieß. Brot und Spiele, genau. Das, Brot und Spiele. Das, Brot und Spiele, das ist halt Hammer. Also, da muss man mal reinhören, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Safe. Weil das Gute, also das Coole an seinen Boom Bap Beats ist, dass er halt so Classic Rock Samples halt oft drin hat. So. Verstehe. Das ist so ein bisschen so à la Vinny Paz, also von den Beats her so. Ne? Ja, was, ey, ohne Spaß, du redest ja hier mit einem absoluten Insider, was Rap angeht. Digga, ich kenne voll viele Namen, glaube ich, von dem gar nicht, was die du nennst. Ey, ganz ehrlich, ich bin selber nicht jemand, wo man behaupten könnte, der kennt sich wirklich gut mit Rappern aus. Ja. So, ich bin, also wirklich, ich bin für einen Rapper so, kenne ich total wenige ausschlaggebende Ereignisse in Sachen krass. Hip-Hop, okay. Wo was, wo stattgefunden. Nein, also ich war da voll ignorant so als Pisser so, ja. Weißt du? Das hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich, nein, Mann. So, die Leute quatschen mich dann immer voll. Und die denken, du bist voll der Head. Die denken, du bist voll der Head. Ja, ja, weißt du, denken so, ich hab voll die Ahnung und ich sag dann immer so, ja, ja, okay. Sorry. Dann fragen sie mich, ja, Davy, was hörst du so für Musik? Und ja. Ich so, ja, Beats eigentlich. Ja, 90% der Mucke, die ich höre, sind Beats. Ja. Also, ich hab keine richtigen Künstler, die ich irgendwie so nacheifer, so, wo ich so richtiger Fan bin von. Ja. Also es ist in Sachen Battles ist das aber anders, so, weißt du? Wie meinst du das? Ich könnte jetzt nie sagen, wenn man mich fragt, wer ist dein Lieblingsrapper, wo du da 90% Tupac und oder Biggie hörst. Ja. Im Prinzip konnte ich das, was Mucke angeht, nie so wirklich sagen. Bei Battles ist es aber anders, so, weißt du? Also so Ami-Battle-Rapper zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Achso, wen feierst du so? Wer sind so deine Favorites? Mein Idol ist auf jeden Fall ein Disaster, so. Ja? Ich glaube, ja, also, weil das, was ich halt bei Disaster so krass fand, ist, ich habe Ami-Battles echt erst spät angefangen anzuschauen. So. Okay, da, wann? Boah, da waren schon meine ersten Battles so. Da hatte ich schon 4, 5 Battles. Ach, und Quatsch, so 2015 oder was? Ja, ja, da habe ich angefangen überhaupt. Krass. Weil ich war ja total, so meine Sprache war halt einfach, mein Knowledge war einfach zu schlecht. Ich habe zwar gutes Englisch an sich geredet so, ich war, aber natürlich war ich dann, was dann so Knowledge angeht, Street Rhetorik und so und Scheiß. Ja. Habe ich halt die Hälfte der Punchlines nicht gepeilt. So. Ja, ja, das ist schwer auch. Das ist auch hart reinzukommen auf jeden Fall. Wenn man drin ist, ist es ein Traum, aber es ist harte Arbeit, da reinzukommen, ey. Ja, war es auch auf jeden Fall. Und bei Disaster war halt, das war halt einer von denen, wo ich die Battles halt am schnellsten verstanden habe. Ja. Und es war genau zu der Zeit, wo ich halt angefangen habe, hier Delivery-mäßig halt immer rumzuschreien in Deutschland.
Und dann war das halt einfach schön, dass man halt jemanden gehabt hat, der so quasi sein Pendant war, also in den Staaten. Dem Ja. man dann auch immer gesagt hat: Mann, Junge, warum bist du immer so hektisch Warum und bist du warum schreist aggressiv? Warum hampelst du so rum? Warum du? schreist du so? Ja, warum Ja. stotterst du und so? Du hast deinen Part nicht flüssig gerappt, so du. Scheiße. Und das war halt, und das sind halt so diese Dinger, wo ich dann angefangen habe, mit ihm zu sympathisieren und dann vor allem. Hast du ihn auch schon kennengelernt? Der war schon ein paar Mal hier, hast du schon kennengelernt? Ja, Oh, klar. geil, geil, Alter. Ich habe ja sein Match gehostet, als er gegen Jolly J gebattelt hat. Gegen Jolly J. Ah, stimmt, Alter, stimmt, im Festsaal Kreuzberg, genau. Genau, und davor war das halt, das war glaube ich, Tierstar gegen Greg Pipe, wo ich Disaster das erste Mal gesehen habe. Ja, warst du denn in Berlin bei dem Battle? Genau, das war das erste Mal, wo ich in Berlin war. Überhaupt, glaube ich sogar. Krass, krass. Ja, tatsächlich so, weil ich hatte irgend so eine Scheiße mit meinem Pass. Mein Pass ist irgendwie abgelaufen und die Kammerruder haben meinen Pass nicht verlängert und damit war ich so 5, 6 Jahre lang staatenlos in Deutschland. Durfte halt auch deswegen nicht arbeiten und. Hut ab, Alter. Wie ist das Leben als Staatenloser? Boah, ja, nicht so cool halt. Es ist halt, du bist einerseits halt schon komplett frei, ein freier Mensch. Ne? Und natürlich hat es da gut gepasst, Davy Jones, Pirat, staatenlos und so. Aber es ist halt dann scheiße, sobald du halt irgendwie anfangen willst, mal so leichte Ja, Sachen wie zum ja. Beispiel neu umzuziehen, eine Wohnung zu Ja. finden. Überall, wo du Gehaltsnachweise brauchst oder sonst irgendwas. Oder zum Ja. Beispiel, was jetzt neuerdings so ein Ding ist, was mich so hart gefickt hat, war im Prinzip halt immer so diese Scheiße mit der Aufenthaltserlaubnis. Ja, aber wie ist denn das bei dir? Du hast keinen deutschen Pass? Nein, nein, ich habe Okay. kamerunischen Wo bist du Pass. denn? Wo Ja. bist du? Bist du in Kamerun geboren? Ja, ich bin Okay. Vollblut Ausländer so. Krass, wann bist du rübergekommen? Oder wann seid ihr rübergekommen? Ja, also unser Flüchtlingsboot ist Lampedusa 1999, Ich wollte Scheiße, Mann. Zum Glück hast du selber abgebrochen. Zum Glück. Spaß. Nein, Sehr gut. nein, nein, Dings, wir sind, ich bin 97, 96 oder was, bin ich nach Paris da gezogen Okay. und dann von Paris bin ich dann nach Deutschland. Ja. Ah, crazy, Alter. Wie lange warst du in Paris? 3 Jahre. Da Drei bin ich Jahre? Kindergarten bin ich dort gegangen. Also Ja. kannst du immer noch Französisch? Ja, klar, ist ja meine Muttersprache. Okay. Ja, stimmt, ist eine französische Kolonie gewesen, stimmt. Okay, und dann einfach von Paris. Aber was ist denn da falsch gelaufen, dass man von Paris nach Oberschleißheim zieht? Boah, das habe ich meine Eltern mein Leben lang gefragt, Mann. Was zum Teufel habt ihr euch dabei gedacht? Ja, ich denke mal, also meine Mom ist ja jetzt nicht so, die ist halt ein bisschen chilliger aufgewachsen, weil mein Opa, der war Diplomat, so, ne? Und dann hat er irgendwann mal irgendwie in Deutschland irgendwas zu tun gehabt und meine Mom ist halt so rüber und sie hat sich halt, daher sie die Jugend in Deutschland war, Ja. hat sie sich halt mit Deutschland sehr verbunden gefühlt so und wollte halt deswegen wieder nach Deutschland. Aber das hat sie ja nicht gemacht, weil sie ist ja nicht nach Deutschland zurückgekehrt, sondern nach Bayern und das ist ein Unterschied. Riesenunterschied, ein Riesenunterschied, Alter. Junge, 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 Alter. Ach, Ja, krass. Mann. Okay, und hast du Anträge schon gestellt und wurde abgelehnt und hast du. Ja, also abgelehnt nicht wirklich, aber das ist, die schicken dich halt dann immer von einer Behörde zur anderen. Und das Ding war, so, die Kameruner haben halt meine Staatsangehörigkeit nicht mehr verlängern wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und die Deutschen haben mir gesagt, um einen deutschen Pass zu kriegen, muss ich erstmal den kamerunischen Pass wiedererlangen, Ach du damit Scheiße. ich dann von kamerunisch auf deutsch eingebürgert werden kann. Und das Ja. war vor 10 Jahren und ich habe seit 10 Jahren nicht die Nerven, mich mit den Scheißbehörden rumzustressen wegen dem Scheiß. So. Aber da musst du ja immer Schiss haben, dass jemand. Also jede Ausweiskontrolle ist ja voller Stress dann. Nein, es ist nicht, weil ich habe ja eine Daueraufenthaltserlaubnis. Also ich habe ja eine Aufenthaltserlaubnis. Ich habe ja jetzt mittlerweile. Früher Okay. war es anders. Das war halt auch leider auch so die goldene Zeit in meinem Leben. So, ich war 18, 19 und weißt du, war halt hier Fachoberschule und habe auch schon so
Es war halt einfach über dieses Ding, dass ich nie gewusst habe, ey, Alter, kann ich jetzt überhaupt arbeiten, ne? Ja. Und deswegen hatte ich halt einfach so mal, sage ich mal, ein sehr spezielles Leben, so, weißt Krass. du? Ja. Und deswegen halt auch immer so viele Battles gemacht, weil ich dann immer gewusst habe, ey, guck mal, ich kann mir dann nebenbei einfach cool was dazu verdienen und Voll. Und irgendwann du sind liebst die auch. Scheiße ja auch, ne? Du liebst das ja auch. Ja, auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt voll abgeschweift. Wir sind jetzt irgendwie von Desaster irgendwie nach Lampedusa Yeah. gekommen. Ich weiß auch nicht wie. Auf jeden Fall Desasters Idol hast du kennengelernt, wahrscheinlich auch Foto mitgemacht, mal kurz mitgequatscht auch, oder? Ne, Fotos habe ich nicht gemacht, da war ich zu stolz, so, Ach aber. nein, Alter. Dein Ernst? Ey, Digga, ich habe sein Match gehostet. Das ist besser als jedes Foto auf der Welt, Ach Mann. so, stimmt. Okay, ich dachte vorher aber. Weil als Also, er. nein, 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 du musst dir vorstellen, ja, jetzt genau, jetzt weiß ich wieder. Das war halt nur lustig so. Disaster war halt da hinter Crackpipe im Interview gestanden, halt, als dieses Tierstar-Crackpipe-Ding gewesen war. Ja. Und der hat da einfach so ein Blunt, einfach so aus dem Interview mir so direkt so, weißt du, der hat mich ja noch nie gesehen, ich noch nie, aber er mir direkt so sieht, so ein Schwarzen, gibt ihm Ja, erstmal einen Blunt so. Erfahrungswerte. Ja, auf jeden Fall so, weißt du? Und da weiß ich noch, da hatte ich ein kleines Rematch gegen Jack Dragon Ja. und das hat sich Disaster reingezogen und dann hat er mir so auf die Schulter gehauen, hat, yeah, man, you got that energy, man, you Wie? got that Wo? energy. Das war im Binu, das war nach dem Ach, danach, das Tierstar. ist so nur Rap, oder was? Ja, genau. Du siehst den, glaube ich, gegen Jack Dragon, siehst du den doch auch im Ach, Hintergrund, wie er da krass, Alter. steht. Ja, Mann. Wie geil, ey. Okay, Ja. wen feierst du noch so? Also, dein Idol ist, glaube ich, Hollow, wenn ich Ja, so. Hollow the Dawn ist absoluter King, so. alles Finde ich halt vorbei. auch krass. Charlie Clips feiere ich, Ja, weil Mann. der halt auch so krasses Freestyle-Game halt einfach hat und dass er ja auch so ein Ding ist, was wo ich sagen würde. Glaubst du, dass ein Charlie Clips in Deutschland so dasselbe Standing gehabt hätte wie jetzt in den Staaten? Boah, schwer zu beantworten, weil ich weiß jetzt nicht, worauf die Frage hinauszielt. Der ist ein Freestyle-Genie, der hat Humor, der kann aber auch draufhauen, ist aber halt wirklich immer, hat immer dieses Ding, der kommt ja eigentlich immer nur so mit zwei Runden zum Battle. Das Ne? kommt mir bekannt vor. Ja. Stimmt, Alter, stimmt. Ja. Ja, ich glaube, weil der so lustig ist. Und so likable, glaube ich, wird er auch in Deutschland ankommen. Ja, okay. Was willst du sagen? Der wird dir nicht ankommen. Ich würde sagen, ich glaube halt eben, die würden dann sagen, Mann, Alter, der ist voll schlecht, der choked die ganze Okay, Zeit. ja. Der Aber der choked ja nicht richtig. Der choked ja nicht richtig. Der macht ja, der freestylt dann ja, aber genial, Alter. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ja, Mann. Also Hallo, Charlie Clips, Disaster. So, da gibt's noch. Boah, jetzt wird's schon die Luft ein bisschen dünner, so. Hast du vorher Sharon auf dem Zettel, bevor du den gebattelt hast? Sharon, ja, Sharon war. Ich habe bei Sharon, es gab immer irgendeine Sache, die ich an ihm nicht gemocht habe, so, weißt du? Aber er ist auf jeden Fall krass, so absolut krass. Als ich mich auf ihn vorbereitet habe, so, dann habe ich erstmal gemerkt, was der für ein Freak Heftig, ist, also im positiven heftig. Sinne. Ja, ich glaube auch. Also mit Chef Tress und vielleicht Hallo Charlie DNA. So auf jeden Fall einer der besten Freestyler der Welt. Safe. Ja, auf So. jeden Fall, Der ist auf wirklich ein jeden Genie, Fall. aber halt Todesautist und Todesuncool halt auch, ne? So. Ja. Das macht das Ganze so ein bisschen schwer verdaulich, glaube ich. Auf jeden, Alter, auf jeden. Scheiße, ich Samurai. wollte ja eigentlich noch, jetzt sind wir übelst abgeschweift, Alter. Leute, sagt mal, mach mal ein paar Vorschläge, was ich mir mit dem Davy angucken kann. Dann schnuppern wir da mal rein. Donvi, danke dir für den Sub. Awesome, danke dir für den Sub. TK1, nicht vergessen, nicht verstecken. Du kommst auf jeden Fall heute noch in Discord. Ich will wissen, wer du bist, wenn du auf Tier 3 subst, Alter, krank. Bam Bam OB, Navent. So, also Davy gegen Pilz. Wenn du eins hast, was du gerne gucken möchtest, ne, wo du gerne was zu sagen möchtest, kannst du auch sag Bescheid, ne? Ja, klar.
Boah, also ich will ja eigentlich zu vielen Sachen immer was dazu sagen, weil ich Ja. denke, ich würde halt heute, ich habe das bei der Battlegrafie schon so ein bisschen so angeteasert, so, aber ich möchte, wenn es geht, halt auch immer die Hintergrundgeschichten erzählen zu dem Ja, Battle. klar, das ist ja das Geile. Logo. Und das ist halt lustig, weil ich finde, bei jedem Battle gab es halt eigentlich irgendwie so eine Story, so, die ich damit verbinde. Deswegen kann ich mich auch krass an fast jedes Battle erinnern, so. Ja. Ich weiß noch, Jamie und Hanno sind gar nicht darauf klargekommen, als ich halt einfach so chronologisch sagen konnte, welche Battles ich hatte, so am Stück, und Ja, weil es wusste auch so auch. viele sind. Ich könnte das auch, aber ich habe auch nicht so viele Battles wie du. Ja, Du hast wirklich krass ne? viele. Also insgesamt über plattformübergreifend Ja. sind es, glaube ich, 26 oder 27 A Cappella Battles und dann Heftig. halt noch die On-Beat-Dinger halt, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall Ja. heftig. Ich glaube, ich habe so 18 oder 19, glaube ich, übergreifend. Aber bei mir kommen auch noch voll viele Battlemanias halt dazu, so A Cappella. Da hast du ja auch A Cappella-Parts für die Finals. Ja Oder gut, so. die habe ich jetzt nicht mit dazu gerechnet, ja. Aber Wer? ich war auch nicht oft im Finale. Ich glaube, Ja, ich das war ist auch auch nur was. zweimal in einem Battlemania-Finale. Einmal habe ich gewonnen und einmal habe ich meiner Meinung nach zu Unrecht verloren. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Wann warst du denn, gegen wen warst du denn im Finale? Ich habe gegen Z zweimal zu Unrecht verloren. Beim ersten Mal, wo ich zu Unrecht verloren habe, hab ich mir gedacht, okay, als Champion hätte man vielleicht ein Das ist bisschen ein Samurai. deutlicher hätte gewinnen müssen, als wie der Dings, Underdog oder was? der Außenseiter? Herausforderer halt so Ja. quasi, ne? Und das zweite Z-Match, das weißt du ja auch noch so, glaube ich. Da hast du, glaube ich, gejudged. Das zweite von. Welche meinst du? Du gegen Z? Ja, genau. Habe ich da gejudged, Alter? Ja, schon. Du hast da gejudged. Ja. Und ich habe das aber auch verloren zu Unrecht. Wie so viele. Hab ich da gegen dich gejudged auch? Nein, hast du nicht. Also war ich der Einzige, der Ahnung hatte. Ja, warst du auch. Mal Der eine Judge wieder. war Mike Adler und der andere war Mortis, glaube ich. Und Mortis. Mortis hat, Ja. Mike Adler war irgendwie abgefuckt auf mich aus dem Grund, dass ich weiß auch nicht, mit irgendwas habe ich ihm im Battle, glaube ich, abgefuckt. Ach, krass. Und Mortis hat sich einfach nur gedacht, boah, keine Ahnung, Alter, Z ist Berliner, Davy nicht. Also Ey, ich. der Morty ist ja einer meiner besten Freunde hier aus Berlin. Der, so wird er auf jeden Fall nicht denken. Der wird schon irgendwie bei Z wahrscheinlich mehr gelacht haben oder es mehr gefühlt haben oder irgendwie sowas. Ja, das kann Weil gut so eine sein. Entscheidung trifft er nicht. Bei Mike Adler kann ich nicht, da kann ich nicht für sprechen, ey. So, ja, Davy Pilz haben wir, Davy Cynic haben wir, Davy Robscure haben wir. Was krank, wie viel du hast, Alter. Davy Merlin, Davy Z ist auch noch da. Davy gegen Mavchick. Ja, On-Beat finde ich nicht so. Finde ich jetzt nicht so crazy interessant. Weil das meistens auch immer so eine piecige Angelegenheit ist. Ne? Da verstehen sich immer alle, das ist ein Festival und pipapo. Deswegen. Ja, schon. Ja, da hast du recht. Davy Finch. Oh, Finch wird schwierig, weil sonst kriege ich wieder Post vom Anwalt, ey. Deswegen. Nee, dann lass mal lieber. Aber Pilz, Davy Pilz ist cool. Davy Pilz ist cool, ja. Dann lass uns das doch machen. Da machen wir keine Umfrage. Ich mache jetzt mal hier diesen Watch Together auf. Das heißt, ich schicke dir gleich einen Link. Da geht bei dir dann ein Fenster auf, wenn du drauf gehst, und dann können wir das synchron gucken. Das müsste Okay. passen. So. So. Also Davy gegen Pilz. So, Freund einladen, kopieren. So. Ich habe dir jetzt einen Link geschickt beim Discord. Da musst du dann einmal drauf gehen. Jo. Hier fragt noch jemand, wann es wieder Battles von Davy gibt. Bald. Sehr, sehr bald. Ja? Ja. Krass, Alter, hast du schon was halbwegs fest, oder was? Ja. Guckt mal in die Battle Rap Bundesliga. Guckt mal alle aufs Profil von Battle Rap Bundesliga. An der Stelle schönen Gruß an Merlin natürlich. Ja.
Und da könnt ihr euch mal reinziehen, was das Line-Up so sagt. Und dann könnt ihr mir mal sagen, was ihr dazu findet, wie ihr das findet. Hat der, wie, ist, hat, denn, hat der auf Battle Rap Bundesliga auf dem YouTube-Kanal, ist schon Line-Up? Ich weiß nicht, ob es auf YouTube ist, auf Insta safe und auf den anderen Social Medias. Ich bin ja eh nicht so, das muss ich dringend ändern. So. Ja, mit Social Media machst du nichts, ne? Alter, ich weiß nicht, das ist mein beschissenes Ego. Ich kämpfe, seitdem ich Rapper bin, ja, und das ist jetzt eine lange Zeit, kämpfe ich gegen mein Ego an, um endlich mein Social Media in den Griff zu kriegen. Ja, aber mein Alter. Ego bremst mich immer so hart, weil ich das von den... Ich weiß nicht so, ich habe halt gegen Social Media so... Ich möchte halt im Privatleben mal eine Ruhe haben, weißt du? Und nicht irgendwie mein Privatleben so nach außen teilen. Und vielleicht kommt es auch dadurch daher, dass ich halt Battle Rapper bin, und dass die Leute halt sich dann so irgendwie jeglichen Kram halt aus dir rauspacken können und es dann so... Ja, rumgeht. Aber das ist das... Mann, du bist Battle Rapper, das gehört dazu, ey. Ja, ja, klar, klar, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich werde mich auf jeden Fall anstrengen, das in nächster Zukunft ein bisschen besser zu machen. Ja. So, dass halt für meine Supporter auch mehr da ist, weil über mich erfährt man eigentlich kaum was, außer dass ich viele Battles mache, so, weißt du? Ja, ja, deswegen. Also, hier haben auch schon Leute geschrieben, ey, krass, den Davy mal so zu sehen, den mal so zu hören, weil nichts gegen Diltel, aber Battlegrafie hat jetzt auch nicht so die krankesten Views. Und ja, deswegen, weil du dich halt selten so mitteilst, ne? Ach, hier, ach, ja, krass. Okay, ich seh's hier gerade. Lost Places 3. Dicke Headliner oder was? Mhm. Davies Headliner. So machst du. Hier, guck mal, das ist das Ding. Davy Jones gegen Kato. Habt ihr noch nicht gegeneinander gebattelt, Alter? Nein. Krass. Joe Farrow gegen Falk. Joe Farrow gegen Falk. Falk ist der... Ja. Merlin gegen Dealer. Ja, Merlin macht selber auch mit, okay. Ja, Merlin gegen Dealer, das ist ein Match, wo ich sehr gespannt bin. Ja. Ja, Dealer, ey, Dealer war letztes Mal richtig krank, Alter. Echt? Wo, was? Dealer hat gegen Mars B auf jeden Fall die beste Leistung ever abgerufen von ihm. Okay, geil, Alter. Der meint jetzt, der meint auch so, der ist jetzt irgendwie clean, oder das Gerücht ging um, der ist jetzt clean, und der hat die ersten zwei Runden von dem gegen, gegen Mars B, Killer, Killer. Hätte ich auch nicht gedacht, ja. Und ganz unten Tollschock gegen Ryko J. Tollschock gegen Ryko J. Aber es ist eine super Card, Alter. Sind auf jeden Fall. Aber wie, wie findet das statt? Ja, wo, das wo? Weiß nur Berlin bis jetzt. Ach so. Ach, ihr wisst auch dann kurz vorher erst Bescheid, oder was? Ja, ja, schon, schon. Ich bin aber eh in der Nähe und ja, mir ist egal, wo und wann ich Kato ficke, so. Ansage, jawohl, Junge. Ja, ich bin gespannt, Alter. Ja, ich auch. Ich auch. Aber ist das so, wie ist das bei euch? Mögt ihr euch, kennt ihr euch überhaupt? Habt ihr schon gequatscht? Smalltalk? Oder geht man sich ein bisschen auf den Senkel? Feiert der andere den anderen nicht? Nein, nein, nein. Also ich habe absolut keine, ich habe absolut keine schlechten, wie soll ich sagen, Eindrücke von dem gesammelt. Im Gegenteil. Ich glaube, wir sind immer auf sehr respektvolle Art aufeinander getroffen. Das ist aber so mit den meisten Battle MCs. Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, ich hätte jetzt mit vielen Battle Rapper irgendwelchen Fäden gehabt, so, weißt du? Aber wen, also, magst du denn gar nicht? Gibt es jemanden, den du einfach nicht leiden kannst? Boah, schwierig. Eigentlich, ich hatte halt, Brian Damage war immer so mein Rivale, so, weißt du? Und gegen den ich auch noch immer häufig und gerne geschossen habe. Aber am Ende des Tages waren und sind wir ja auch irgendwie Kollegen so. Wir machen ja alle dasselbe, wir haben alle dieselbe Leidenschaft und das verbindet. Ja, aber das finde ich irgendwie, nicht. Also nur weil jemand Comedy macht, bin ich ja nicht mit dem direkt cool. Nur weil jemand Battle Rap macht, Alter, dann bin ich ja nicht direkt mit dem cool so. Ich weiß nicht. Leidenschaftsmäßig okay, weil Brian ist wirklich auch, der ist ein Battle Rap Nazi auch. Leidenschaft kann ich verstehen, aber ich finde allein der Fakt, nur dass der auch dasselbe macht, ist jetzt kein Grund für mich, irgendwie mit dem dann zu chillen. Ja gut, und mit ihm zu chillen ist jetzt wieder eine andere Sache. So. Also ich meine halt einfach, dass man sich respektvoll begegnet. Ja, erstmal. Es sei denn, es passiert im Vorfeld irgendeine Scheiße, weißt du, wo es dann irgendeinen Stress gibt. Es gab viele Rapper, die versucht haben, Stress zu machen oder mit mir halt Beef zu haben. Ja,
Aber über Battle Rap hinaus? Jein. Also, ich habe das ja meistens immer im Keim direkt erstickt, so, weißt du? Okay. Wenn ich zum Beispiel, früher war ich ja richtig Kaffer unterwegs, da, sobald mich irgendjemand gedisst hat oder irgendein Line oder Name-Dropping, was mir nicht gepasst hat, ja, habe ich mir die Nummer von denen besorgt und habe den angerufen und gefragt, was der Scheiß soll. In der Battle-Rap-Szene? Ja, auf jeden Fall. Aber ist doch niemand ist doch da so drauf, Alter. Du rufst ja, weil, das ist ja klar, das können sie ja nicht gegen mich verwenden, so, ja, weißt du? Weil ich rufe die ja an und setze die halt unter Druck und dann sind sie dann eh erstmal so geschockt, weil sie sich denken, woher hat Davy jetzt meine Nummer her, so. Ja. So, was soll das? Warum ruft er mich an? Und dann fühlen die sich halt alle bedroht, so, weißt du? Wen hast du schon angerufen? Wen hast du mal angerufen? Und wegen was? Wegen der Punchline oder was? Nein, ich hab mal Twizzy, weiß ich. Hast du angerufen. Ja, aber es war ja auch gut, dass ich es getan habe. Seitdem haben wir uns dann eigentlich auch gut verstanden. So, ja, weißt du? Aber der macht doch gar keinen, der ist doch gar kein Battle-Rapper. Der hat zweimal Team-Battle gemacht oder so. Boah, ich weiß nicht mehr, was das war. Das war irgendeine Scheiße, so, was mich tierisch aufgeregt hat. Ich weiß nicht, ob der irgendwie einfach nur gerappt hat oder irgendeine Kacke gelabert hat. Ja. Ich kann mich leider echt nicht mehr dran erinnern. Und da habe ich den halt direkt angerufen und habe ihm so gesagt, ja, okay, ich höre, du hast ein Problem mit mir, so. Sag mal, was geht ab und so ein Scheiß. Und er so, ja, Digga, krass, dass du mich anrufst und so. Und korrekt auch, weißt du, dass du das dann nicht so öffentlich klären willst und sowas und bla bla bla. Und dann haben wir uns ausgequatscht und seitdem haben wir uns eigentlich immer gut verstanden. Ja, der ist auch voll der liebe, harmlose Junge, ey. Ja, auf jeden Fall. Und so war es mit vielen. Mit wem es außerhalb von Battle Rap wirklich beinahe so richtig geknallt hätte, wäre Lee Won. Aber da muss ich, glaube ich, gar nicht viel dazu erzählen. Jeder, der Lee Won kennt, weiß, warum ich da ein bisschen wütend geworden bin. Ja, aber Lee Won zum Beispiel, der war in der Anfangszeit von Lil Tilly sehr, sehr präsent durch Kommentare. Und der ist halt, ich habe keine Ahnung, was der ist, Troll oder einfach, ob der einfach nur einen geistigen Schaden hat und behinderte Kommentare schreibt, so. Ist halt ja, jedem so ein bisschen auf den Senkel gegangen, ne? Prost. Und hat dann, aber den, ich glaube, viele hier kennen den gar nicht. Ja, ist auch gut so. Ja. Sonst hätte er sein Ziel erreicht. Aber ich habe so, habe ich das vernünftig zusammengefasst? Der ist eigentlich so ein Battle-Rap-Troll gewesen, der zu allen so eine Meinung hatte und immer viel kommentiert hat und sowas, ne? Oder? Ja, genau. Und der Hintergrund dahin ist, dass es mal eine Show in München gab, so eine Radioshow, aber ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Und die hat halt auch der Lee Won, glaube ich, moderiert oder irgendwie sowas. Oder hat er halt immer so Newcomer bewertet und so ein Scheiß. Ja, okay. Dann ist das irgendwie abgesetzt worden und so ein Zeug und seine Kollegen wurden irgendwie gesigned und er nicht und das hat halt zu einem immensen Selbstzweifel geführt, wo er dann sich halt bei Diltily vor allem das dann auch immer ausgelebt hat. Dann, ne? Ach krass, okay. Ich glaube, der hat mich vor kurzem hat er mich auch nochmal angeschrieben auf irgendeiner, aber habe ich sofort, glaube ich, entweder gelöscht oder blockiert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, weil ich wusste, das ist der von vorne. Zu dem Zeitpunkt, wo der mich gelangweilt hat, hat er ja 5-6 Fake-Profile gehabt. Das ist so, das heißt, kann man so sein, Alter? Ach, Alter, ich weiß es nicht, was der da versucht hat. Es ging sogar so weit, dass ich den habe ich dann irgendwann angerufen, weil ich hatte, als ich das Jack Dragon Battle hatte, hatte ich eine Provokation gedreht halt so und die hat damals der Brian Damage, glaube ich, gefilmt. Okay. Wenn ich mich dran erinnere. Provokation so. Bei Diltily? Ja, Mann, und da habe ich so ein Ei zertreten und habe so getan, als wäre es Jack Dragon gewesen. So, aber es ist eine gute, ist eine schöne, ein schönes Bild auf jeden Fall. Das passt. So ein schönes, leicht braunes Ei, ja. Ja, Mann, ich schwör's dir, Alter. Ja. Ne? Und auf jeden Fall waren wir da bei Leon irgendwann zu Hause. Und dann habe ich den auch, als ich den bedroht habe, habe ich den dann angerufen und habe dann gesagt, du Spasti, hast du vergessen, dass ich weiß, wo du wohnst, Alter? Ja. Wenn du noch einmal meinen Namen in den Mund nimmst, dann besuche ich dich, du Vollidiot, du Opfer. Und dann hat er sich erstmal beruhigt und dann hat er mich dann irgendwann nochmal irgendwie so provoziert. Dann hatte ich aber in der Battle-Rap-Szene schon so ein bisschen auch das Standing, dass ich dann auch ein bisschen drüber stehen konnte. Okay,
Okay. Da musste ich mich nicht mehr zu sehr beweisen, Ja. ja. Hey, du hast dich, du bist auf jeden Fall jemand, der sich sehr hart über sehr viele Sachen abfuckt, ne? Ja, nee, ich fuck mich eigentlich nicht über viele Sachen ab, ich fuck mich einfach nur hart immer über dieselben Sachen ab. Okay. Ja. Also Ja, ist in der Häufigkeit nimmt sich das nicht viel, aber es sind dann immer dieselben Themen, ne? ja, es sind immer dieselben Themen und ja, Aber dann mein passt das Gott. ja auch, dann passt ja auch. Super Übergang, da passt ja auch das Battle, was wir jetzt gucken. Den Link habe ich dir geschickt. Hast du Fenster aufgemacht? Ja. Genau. Dann lassen wir es einmal probieren. Genau. Du kannst auch Start und Stopp drücken. Ah. Hast ja gerade schon Ah. gemacht. Ah, okay, jetzt check ich. Logo. 5. Geburtstag hier immer.